Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play SimCity Städte der Zukunft. Wir haben uns hier mal ein bisschen in so einen kleinen Server eingeschlichen und spielen hier so ganz inkognito. Natürlich dummerweise mit dem Namen YouTubian und mit dem Spieler ZwergTube. Wer hätte das gedacht? Aber vielleicht checkt es der ein oder andere nicht. Und wir haben unsere Ruhe. Mal gucken. Nö. Hat noch bis jetzt keiner geschrieben. Okay, dann wird es vermutlich auch noch keiner gemerkt haben. Werden aber dann in Zukunft, werden die Jungs das noch merken, wenn wir dann hier mit richtig mit Kohle rankommen. Weil mein Ziel ist es, hier nicht nur eine kleine Stadt zu bauen, sondern jedem Spieler, der auf dem Server ist, auch noch so ein kleines Geldgeschenk dazulassen. Und mich dann leise und ohne viel Dankesreden zu verabschieden. Oder was meint ihr? Was ist das Ziel für dieses Let's Play? Ich werde jetzt nicht bis unendlich spielen, weil ich weiß, dem einen oder anderen wird das mit Sicherheit gefallen, wenn ich hier das Spiel bis in die Unendlichkeit spiele, aber irgendwann fällt dann einfach die Motivation auch. Aber was sagt ihr? Was wäre so das Ziel für dieses Let's Play? Mein einer Vorschlag wäre eben, so, was weiß ich, jedem Spieler so 10 Millionen oder was in die Hand zu drücken und dann zu sagen, danke fürs Zuschauen und Ende. Was meint ihr, was wäre so ein cooles Final für diese Staffel? Ja, diese doch, ich will diese jetzt nicht in so eine riesen Staffel umbauen, weil am Schluss wusste ich dann auch nicht mehr in der letzten, was ich dann noch sagen sollte. Da war ja alles dann da. Aber so ein bisschen, so ein kleines Ziel braucht ja jeder. Die Staffel soll so, ja, vielleicht so ein paar Folgen rumgehen, nicht nichts wirklich Weltbewegendes. Einfach so ein bisschen lockerflockig dahin gezockt. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch mir gar keinen Plan gemacht, wie lange ich das jetzt hier eigentlich fortführen möchte. Das liegt ganz bei euch und eurem Gusto. Das war jetzt so klar, oder? Ja, gerade ist anders, aber okay. Naja, schön ist es auch nicht, aber es hält. Das sind die typischen SimCity-Straßenführungen. So, okay. Dann können wir jetzt hier auch nochmal kurz ein kleines... Da hole ich eh nichts mehr aus dem Boden raus. Kenn mich doch. Dann bauen wir hier auch nochmal so ein kleines Wohnding hin. Wir sollten mal vielleicht wieder irgendwann Wasser pumpen. Ne, eher Strom. Also machen wir mal ein bisschen was in Strom. Und zwar eine etwas größere Turbine. So, zack. Sollte uns einigermaßen halten. Oder, ja, bringt uns auf jeden Fall ein bisschen Energy mit rein. So, damit sollten wir jetzt alles versorgt haben. Eventuell. Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir auch mal so ein Solar-Ding. Das hat uns beim letzten Mal ja auch richtig gut geholfen, das Ding. War natürlich auch ein Riesenfeld. Und mittlerweile 4-4 ist schon ganz cool. Steuern bleiben, wie sie sind. Und jetzt machen wir mal so ein kleines bisschen hier Money. Und zwar, wir bauen jetzt das Recycling-Zentrum. Ich habe es euch ja gesagt, wir müssen mal ein bisschen vorankommen in diesem Let's Play. Es dauert jetzt natürlich etwas, bis die Nachbarn da das mitbekommen. Also hier die Nachbarn, nicht die anderen. Und dann brauchen wir noch so ein Handelsdepot. So, zack. Gut, und ihr braucht jetzt hauptsächlich eigentlich Leichtmetall. Wiederverwertung für Metalle. Plastik. Was haben wir hier? Plastik. Wandel, Legierungen wollte ich. Wiedergewonnene Materialien. Die machen wir am besten voll. Und dann kommen natürlich die noch mit dran. Kommt hier das noch irgendwie mit dran? Nö. So, reicht. Und hier kommt dann
Also wir brauchen auf jeden Fall Legierungslager. Kunststofflager. Rohöl jetzt nicht unbedingt und Kohle jetzt auch nicht unbedingt. Und Autos brauchen wir. Viele Autos. Und ein Schild. Zack, Schild, Handel. Schön. Gut. So, und jetzt sagen wir mal, Export, Export. So, zack. Und jetzt fahrt hoffentlich mal ganz schnell leunigst weg. Bringt das Zeug unter das Volk. Ich schaue das hier aus. Wahrscheinlich hier noch eher nur nicht so besonders. Lieferungen, Kistenlieferungen, okay. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das losgeht. Das wissen wir ja noch vom letzten Mal. Wenn ihr das anfangt mit den, na, dann zieht sich das ein bisschen, bis so die ersten bisschen Plastik und Legierungen fertig sind. Aber wenn das dann läuft es halt richtig gut, ne? Momentan ganz knapp am Exodus mit unseren Finanzen. Jetzt hoffe ich mal, dass die ganzen Recycling-Jungs mal so langsam Richtung Heimat fahren. Kein Strom mehr. Ja, okay. Das mit den Gebäuden müssen wir auch gucken. Ansonsten jetzt als nächstes. Wir schicken dem natürlich jetzt auch noch ein paar Fahrzeuge rüber. Ansonsten nachbarschaftstechnisch schaut das hier alles nicht so besonders aus. Da kommen wir überall noch nicht hin. Ich will aber wieder auf die Müllkarte. Das interessiert mich momentan eher mehr. Beziehungsweise eigentlich will ich ja ganz woanders hin. Eigentlich will ich ja auf diese komische Handelskarte. Naja, okay, dann müssen wir dann doch tatsächlich dann wieder über den, nein, über den Umweg. Zack, bang. Wunderbar. Gut, das heißt, der Handel wird jetzt vermutlich dann auch bald losgehen. Denn das Zeug ist rappelvoll hier. Beziehungsweise rappelvoll ist ja relativ hier. Hier sind 100 Kisten. Ich bin ja mal gespannt, wie das denn weitergeht. Warten wir einfach mal kurz ab. Normalerweise müsste jetzt einer von denen hier aufwachen, da, oder beziehungsweise von denen. Wertstoffe Mangel. Okay. Aber die könnten das doch eigentlich holen. Das Zeug. Ja, ach so, ist ja wieder mal. Ja, okay. Bötchen? Noch ein Bötchen? Okay. Ihr wollt mehr Autos, ihr wollt mehr Parkanlagen? Okay. So, hier fährt der erste los und besorgt von außerhalb Legierungen, beziehungsweise halt eben Müll. Jetzt hoffe ich, dass der dann auch nicht mehr so ganz so voll wird. Also noch schafft es unsere, ja, unser Völkchen hier nicht, die Produktion hier zu decken. Ist jetzt aber auch gar nicht so schlimm eigentlich. Was machst du hier? Abfall von Simonia City, wunderbar. Das war aber eher der Kredit gerade. Was steht da im Moment? Transaktion des Monats. Oh, was haben wir denn hier? Schaut an. Kam das daher? Ne, daher kam es nicht. Ja, müssen wir wohl ein bisschen warten, bis sich das so ein bisschen, ein kleines bisschen einspielt, wenigstens. Und wahrscheinlich ist das, ja, wir sollten auf jeden Fall mal in die Bildung investieren. Kann ich da nicht Ofen aufbauen? Echt nicht? Ja, machen wir das jetzt, bis da ein Gymnasium draus wird. Oh, jetzt haben wir wieder keine Kohle mehr. Müssen wir wieder ein kleines bisschen warten. Schaut denn das eigentlich aus hier? Oh. So, okay, jetzt haben wir wieder den Rest hier mit angebaut.
Verbrechensrate. Wo ist denn hier das Verbrechen am größten? Am Park. Wer hätte das gedacht? Parkanlagen sind gefährlich. Ja. In der Schule auch. Hier gibt es öfters mal Verhaftungen. Ist alles nichts Neues. So. Immer noch Wertstoffmangel. Das ist natürlich ein Problem. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr Einwohner. Ihr wollt wahrscheinlich einen Knast haben. Kriegt er jetzt aber auch nicht. Jetzt könnte man natürlich Folgendes tun und hier einfach sagen, zieht mal ein. Wird auch ganz gerne mal angenommen hier. Und wird uns vermutlich über ein kleines bisschen, ja, so ein kleines bisschen Geld führen. Auch das könnten wir hier hinten, wenn das vom Geld her noch ausreicht. Boah, ist das teuer. Na gut, lassen wir das mal so. Die werden jetzt natürlich irgendwann mal auch aufgewertet werden. Und dann kommt auch wieder ein bisschen mehr Geld rein. Vielleicht bauen wir hier irgendwie noch eine Parkanlage hin. Hier haben sich ja schon die ersten größeren Gebäude reingesetzt. Dann können wir nämlich die kleineren Parkanlagen hier wieder rausschmeißen. Und dann wird es natürlich dann auch irgendwann rauslaufen auf einem kleinen, klitzekleinen Megatower. Na, müssen wir mal gucken. Hier unten vielleicht so eine Reihe. Zwei Reihe oder so. Die erzeugen ja auch immer ganz gut Geld. Mal gucken. Aber jetzt erstmal primär. Okay, wir verkaufen auch mittlerweile unseren Strom. Ich glaube nicht, dass wir das alles hier verbraten. Natürlich mit dem riesen Windrad werden die Leute auch mit Sicherheit ganz gerne wohnen. Ist ja auch leise, das Gerät. Bestimmt. So, auch hier wird wieder ein bisschen weiter ausgebaut, was auch ganz cool ist. Wie gesagt, unsere Siedlung wächst. Fast 10.000 Einwohner. Wir könnten uns mal ein bisschen vergleichen. Hier haben wir 3. 11. 0. Okay. 78. Au, 58.000. Puh, also mit dem hier kommt Dortmund, ja. Dortmund. Können wir momentan nicht konkurrieren. Der ist uns doch um so 50.000 Einwohner voraus. Aber was jetzt noch nicht ist, ja, das kann ja noch werden. Müssen wir mal gucken. Wir haben leider immer noch so einen kleinen Wertstoffmangel. Wobei, es wird, Freunde. Regulärer Müll ist natürlich noch weit über unseren... Ja, leider doch. Was haben wir hier noch? Erdreiniger. Okay. Müssen wir mal im Auge behalten. Auf jeden Fall, was mich richtig freut, ist, dass hier die Dichte anwächst und das erzeugt natürlich auch ein bisschen Geld für uns. Was uns natürlich dann auch megamäßig hilft. Und von daher schaut es doch schon mal ganz nett aus. Passt, wieder was erreicht. Haben wir dafür Geld bekommen? Nee, ne? Doch, oder? 5.000. 5.000 ist okay. Würde ich sagen, stellen Sie sich ein Haus für sich selbst auf. Okay. Mhm. Ist dann die Bürgermeistervilla, oder? 70% Sympathie. Schaffen wir jetzt vermutlich nicht ganz. Wie schaut es denn da aus? Medizinisch haben wir auf jeden Fall ganz gut gesetzt hier oben. Da ist der Krankenwagen schon da. Ach, wir sind schon wieder voll, oder? Ja. War ja irgendwo klar. Ach, können wir uns nicht leisten? Hm, okay. Verbrechen. Wo ist denn hier das Verbrechens-Epizentrum? Nirgendwo. Das verteilt sich eigentlich ganz gut. Müll schaut auch gut aus. Das heißt, hoffentlich funktioniert das dann hier auch mal. Leider noch keine richtig guten Profite hier abzugreifen.
Das wäre mal ganz cool, weil jetzt momentan bräuchten wir eigentlich ganz gerne mal so ein bisschen Geld, so als kleine Finanzspritze, aber das müssen wir dann wohl auf nächstes Mal vertagen. Wie gesagt, es wird momentan fleißig in unserer Siedlung gebaut und ich hoffe, dass das natürlich anhält. Aber wie gesagt, so viel und noch vieles mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen, euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao!